Hey ho meine Lieben, heute gibt's mal kein Fleischvideo. Warum? Ja, Schatzi hat einen Haufen raus. Ich, oh geil, kann ich ein schönes Video dazu machen. Schatzi, nö, das mache ich heute in der Küche, heute koche ich. Kann ich nichts dafür. Aber dann ist mir ja eingefallen, hinten im Garten der Mais. Ja, und dann habe ich noch eben dazu in Facebook letztens was gesehen. Die haben die Maiskolben komplett mit Schale gegrillt und ja, das probieren wir heute einfach aus mit 2 oder 3 Maiskolben. Und dazu gehen wir jetzt erstmal hinter, zupfen uns die Maiskolben ab und dann schauen wir weiter. Oder Schatzi, was meinst du dazu? Ja, mach mal. Okay, dann gehen wir hinter, Leute. Ich suche mal hier jetzt, ich würde mal sagen, die dicksten Kolben raus. Der sieht gut aus. Und nehmen wir den hier. Machen wir bloß 2. Leute, ich weiß noch nicht einmal, ob die 100%ig reif sind. Das werden wir nachher sehen. Aber ich hoffe doch mal. Ich glaube, die Spitzen hier, die können wir wegreißen. Und dann legen wir die jetzt in eine Wasserschale rein. Ja, so 10 Minuten oder 20 Minuten habe ich gelesen. Und dann schmeißen wir die auf den Grill. Und in der Zwischenzeit können nämlich dann auch die Kohlen anfeuern. Und dann die mit Butter und Salz. Yummy. Da haben wir unsere Wasserschale. Naja, hätte ich fast eine größere nehmen können, eine tiefere. Aber dann drehen wir halt mal den Maiskolben zwischendrin. Wässern wir, ich tue derweil die Kohlen anfeuern. Der Grill ist angeheizt, die Maiskolben sind gewässert, paar Mal gedreht und ja, schmeißen wir sie auf den Grill. Ah ja, eins wollte ich noch loswerden. Der Kollege aus dem Dorf hatte ja geschrieben, damit da hinten ordentlich was wächst, bringt er mal einen Anhänger voll Scheiße mit. Komm vorbei, klären wir das ab. Wann wir das machen, nehmen wir natürlich gerne. Ja gut, jeden Scheiß nehme ich natürlich auch nicht, aber fürs Beet hinten, okay. Aber jetzt weiter. Die kompletten Restkohlen vom letzten Mal einfach angefeuert und ja, ich schmeiße die jetzt einfach mal in den indirekten Bereich und da lassen wir die jetzt eine ganze Weile liegen, würde ich sagen. Vielleicht habe ich nachher noch ein paar Kohlen mit dazu und auf den direkten Bereich schauen wir mal, wie wir es machen. Ich weiß es noch nicht, ich habe Maiskolben noch nie so gegrillt mit Schale. Probieren wir es aus. Oder legen wir sie gleich mal auf den direkten Bereich. Lassen wir sie erstmal so. Ganz einfach. Und wie lange das Ganze jetzt dauert? Jetzt haben wir es 15 Uhr und 40 Minuten. Tja, wir werden sehen. Halt, stopp! Runter mit den Dingern. Ich habe gerade was gelesen. Und ja, deswegen mache ich das jetzt so, wie ich es gerade noch gelesen habe. Erstmal die äußersten Blätter runter. Und dann ziehen wir die mal einfach ein bisschen zurück. Ohne, dass wir sie abreißen. Hoffe ich zumindest. Jetzt tun wir nämlich gleich einmal die ganzen Haarbuschel hier weg. Oh, der Maiskolben sieht gut aus. Zum einen kann man nämlich jetzt kontrollieren, ob der Maiskolben
irgendwie gammelig, faulig oder sonst was ist. Zum anderen kann man gleich die ganzen Härchen hier wegzupfen. Weil die nerven nachher dann bloß. Weg da. Und dann schneiden wir hier einfach noch die Spitze ab. Tja. Und dann zurück mit der Schale. Ja, lass mal den Griff dran. Ne, den machen wir noch ein bisschen weg. Tja, und jetzt wäre er fertig für den Grill. Ganz einfach. Und mit dem Yoshi hier mache ich jetzt genau dasselbe. Tja, an dem Maiskolben ist nicht ganz so viel dran. Aber ehrlich gesagt soll es ja bloß ein kurzer Snack sein für uns hier. Und fertig. Und ein Testlauf. Mehr wollen wir ja nicht. Und die anderen Maiskolben hinten, die dürfen noch, ja, noch eine Woche oder zwei Wochen dran hängen bleiben. So Richtung Kohle. Hätten wir jetzt mehr Maiskolben, könnten wir die Kohle genau in die Mitte tun und dann die Maiskolben außen rumlegen. Naja, es gibt da mit Sicherheit eine Milliarde Möglichkeiten. Im Gasgrill hätten wir es oben auf die Ablage legen können und. Ja, dann grillen, grillen, grillen. Und immer schön drehen, das ist wichtig. So, nach circa einer Dreiviertelstunde. Ui, oh, Leute, die riechen richtig gut. Lege ich die jetzt auch noch direkt auf die Glut drauf und dann drehen wir sie nochmal. Und ja, also wenn ich hier so rein popel, sage ich ja mal, merkt man schon, dass sie ja bald fertig sind. Jo, ein letztes Mal drehen. Und dann, nach ein paar Minütchen, kann gegessen werden. Hoffe ich zumindest. Mittlerweile, ja, circa eine Stunde. Boah. Ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal den ersten, den kleineren. Den legen wir ein bisschen rüber. Und jetzt bin ich ja echt gespannt. Oh, heiß, 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 heiß. Und ab auf mein Tellerchen. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich verbrenne mir jetzt nachher gleich wieder die Gosch wie blöd oder es funktioniert. So. Und wie gesagt, mit Butter und Salz, wie es sich gehört. Oh, der Maiskolben ist komplett verbrannt. Ich lese die Kommentare jetzt schon. Naja, gut. Ja, dann lege ich mir hier ein Stückchen Butter drauf. Das schmilzt mir da jetzt gleich hier rein. Und so mache ich mir das jetzt Stückchen für Stückchen und tue den Maiskolben abknabbern. Mmh. Mmh. Richtig, richtig lecker. Mmh. Leute, ohne Scheiß,
Das ist der beste. Das ist der beste Maiskolben, den ich je probiert habe. Wow! Richtig, richtig, richtig geil. Also. In Schale grillen. Boah, geil. Jetzt. Man könnte jetzt die Maiskolben auch noch in so Stückchen schneiden und dann noch in so eine Konixform mit Butter noch durchschwenken, aber ich liebe es einfach, die Maiskolben so abzuknabbern. Und den lasse ich mir jetzt schmecken und den zweiten zeige ich euch natürlich auch gleich noch. Aber jetzt futtere ich erstmal den auf. Also Leute, sogar das leicht schwärzliche, komplett abgenagt, richtig, richtig geil. Für mich die absolut perfekten Maiskolben. Also, wow. Und jetzt hole ich mir den anderen raus hier. Und der ist natürlich hot. Den schneide ich jetzt mit dem gleichen Stück ab. Und schaut euch den Prachtlümmel an. Oh, heiß! Den werde ich jetzt genauso verspeisen und kann euch nur empfehlen, wenn ihr frische Maiskolben, Zuckermaiskolben in der Schale bekommt, nehmt die, bereitet sie genauso zu, wie ich das gemacht habe. Besser kann man keine Maiskolben zubereiten. Das waren wirklich die perfekten Maiskolben. Anders kann ich das jetzt wirklich nicht mehr sagen. Ich bin wirklich selber überrascht und hoch erfreut drüber. Wow. Und nächstes Jahr definitiv hinten wieder Mais anbauen. Und dieses Mal das komplette Maisfeld voll machen. Also den neuen Abschnitt zumindest fast. Naja, schauen wir mal. Gut, Leute, das war's mit diesem Video. Macht die Maiskolben so nach. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wir sehen uns das nächste Mal. Und da darf ich hoffentlich auch wieder mal ein Stückchen Fleisch auf den Grill hauen. Okay, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal und weg.